So, hallo Leute, ich bin wieder im Lande. Ich hatte einen kleinen Roadtrip quer durch Deutschland. Unter anderem stand Köln auf dem Schirm. Ich war in Bielefeld, hatte dann Shooting für Supergeek. Dann bin ich weiter nach Lübeck, auch über Hamburg und zu guter Letzt nach Berlin zu meinen Verwandten. Und ja, ich habe dort einiges, beziehungsweise auf meiner Reise einiges gekauft und bekommen. Und ja, ein paar haben es schon in der Story gesehen, dass ich ein paar Pakete bekommen habe, als ich dann meine Wohnungstür geöffnet hatte. Ja, und das habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal so ein kleines Haul-Video über den Roadtrip, was ich so mitgenommen habe und was auch ja die letzten paar Tage gekommen ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Erstmal Riesendank an Elbenwald. Die haben mir ein kleines Paket zugeschickt mit ein paar netten Sachen. Ich habe hier zum Beispiel einen Mario Mushroom. Da kann ich dann unten Batterien reinmachen. Die muss ich noch kaufen. Ich habe keine daheim. Dann kann ich da einfach bloß drücken und dann geht der an. Kleine Tischleuchte. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich als bekennender The Last of Us 2 Fan habe mich natürlich mega über diese Tasse gefreut. Die hat hier ein Fireflies Logo und an der Seite steht dann Endure and Survive. Und dann haben sie mir noch ein schönes Todessternkissen eingepackt. Also auf jeden Fall gute Qualität, sehr weich und kann was, schaut auf der Couch auch gut aus. Jo, dafür vielen Dank. Dann habe ich hier was von Amazon noch gekauft. Keine Ahnung, so ein PlayStation Glas. Das hat 6 Euro oder so gekostet. Ich kann das mal kurz angucken. Ja, keine Ahnung, für 6 Euro ist eigentlich nichts kaputt. Hier halt ne, die Buttons und PlayStation Logo. Ist komplett aus Glas. Der Druck, sage ich mal, scheint auch hochwertig zu sein. Ob ich das in die Spülmaschine packe, ist dann noch die andere Frage. Genau, das war das. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Funko Pop Figuren, weil die hier schön griffbereit sind. Ich habe hier ein Mandalorian T-Shirt Pack mit dieser Mandalorian Figur und eben dieses T-Shirt mit 4 Mandalorianer und Star Wars Logo. So in, ja, was ist das? Grau-Blau oder so. Das ist von EMP. Das gibt es, glaube ich, nochmal. Das ist weg, genau, steuern wir hier runter. Der hier ist auch von EMP, ist der Boba Fett, der rote, von der WonderCon. Ich finde es richtig geil, dass es in diesem Protektor kommt und der Protektor ist nochmal extra geschützt mit einer, ja, das hört man vielleicht, mit einer Folie. So, liebe Leute, sollten Funko Pops immer ankommen, egal welche man kauft. Richtig cool. Das sollte mit inbegriffen sein im Preis. Finde ich echt gut. Jo, bevor wir zu den Reisesachen kommen, ich habe hier noch von Pop Culture, habe ich hier noch zweimal den Marty McFly mir bestellt. Die kamen heute auch an. Und ja, sind auf jeden Fall sehr cool. Dann machen wir weiter mit. Genau, dann zeige ich euch gleich mal, was ich im GameStop in Köln gefunden habe. Da stand nämlich der Gollum Chase. Also ich habe schon die normale Variante und ich habe gedacht, so ein Chase für 13,99, den nehme ich mit. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Genau. Das war's mit den Funko Pops, glaube ich, soweit. Genau. Jo, dann machen wir mal gleich mal mit einem sehr, sehr coolen Highlight weiter. Vielen Dank schon mal an Nerdbjörn, der mich auch netterweise zu sich aufgenommen hat in Dormagen. Ich habe einen Tag bei ihm verbracht. Wir waren zusammen in Köln, waren dann lecker Barbecue essen in der Ortschaft, wo er halt wohnt, war auch sehr, sehr cool. Dann, wie gesagt, haben wir ein bisschen Call of Duty Warzone gespielt, hab halt dann bei ihm übernachtet und am nächsten Tag ging es dann weiter nach Oberhausen, aber dazu später mehr. Aber eine Sache, was ich sehr, sehr cool fand, der Björn ist so ein Merchandise. Ich will nicht sagen, geil ist das falsche Wort. Er hat dann immer Glück, dass er so Pappaufsteller bekommt und verschiedenes Merchandise von seinen Läden, da wo er halt
was halt in seiner Umgebung, was es halt gibt, ne? Und ich, wie gesagt, als bekennender The Last of Us 2 Fan, hat er mir einfach so einen The Last of Us 2 Pappaufsteller mitgegeben. Der ist ungefähr fünfmal so groß wie ich. Mit der guten Ellie vorne drauf, dem The Last of Us 2 Logo eben und sehr, sehr cool. Der wird wahrscheinlich im Schlafzimmer Platz finden. So habe ich mir das vorgestellt. Auf jeden Fall sehr, sehr geil und nochmal vielen Dank an Björn. Grüße, genau, ne? Genau, und dann machen wir weiter. Bevor wir zum Lego kommen, würde ich mal sagen, machen wir erstmal die anderen Sachen, weil Lego ist auf jeden Fall ja, ist ein guter Haufen, wie ihr sehen könnt, aber dazu später dann mehr. Ein paar weiter mit Technik-Gadgets, würde ich sagen. Ich habe hier von Balolo, die machen so Holzverkleidungen, unter anderem für Bose-Soundgeräte und auch andere Sachen. Sonos, glaube ich, ist auch dabei. Und dann habe ich mir so ein eine induktive Ladestation habe ich mir gekauft für mein Handy und ich glaube, dass man da auch die Apple Watch und so weiter draufpacken kann und zu meinem neuen Setup sieht es wahrscheinlich ganz gut aus. Genau. Ist hier so eine Holzverkleidung eben oben, da wo man die Geräte drauflegt und unten ist der Aluminiumblock. Genau, damit die Induktionsladung halt überhaupt funktioniert. Auf jeden Fall, ich habe es noch nicht aufgepackt, ich hoffe, es ist sehr edel und bin mal gespannt. Genau, zu meinem neuen Setup habe ich hier auch ein neues Mauspad mir gekauft. Ich habe das von Corsair genommen, das MM800C RGB, wo man die ganzen LEDs einzeln ansteuern kann. Ich hatte zuvor ein Razer, bin jetzt eigentlich vom PC her komplett auf Corsair, was RGB angeht, bis auf Maus und Tastatur, die sind von Rocket. Und dann habe ich mir gedacht, mit der IQ-Software, das wird schon nur gut aussehen. Genau. Dann haben wir das. Dann habe ich mir noch, ja, das ist eigentlich Modeaccessoire. Ja, machen wir gleich mit den modischen Sachen weiter. Ich war in Berlin im Soulbox Store und ich habe so ein Faible für die asiatische Kultur und da gibt es auch eine Marke, die nennt sich A Bathing Ape. Ein bisschen hochpreisiger leider, aber die Sachen sehen absolut cool aus. Ich habe mir hier eine Hülle gekauft. Ich habe es in die Story gepackt. Das war so eine grüne Camouflage-Hülle fürs 11er Pro halt iPhone. Und das habe ich mir mitgenommen. Genau. Dann, als ich schon dort war, habe ich mir ein T-Shirt mitgenommen. A Bathing Ape. Ich habe auch passenderweise die Schuhe dazu. Ich lege das einfach mal daher. Genau. Und dann, das kommt immer in so einen coolen Beutel, dass man auch weiß, dass es wirklich original ist, habe ich mir noch eins in Schwarz gekauft mit A Bathing Ape. Ganz Standardfarben, ne? Nichts Aufregendes, aber passend zu dem Outfit halt. Genau, das war in Soulbox, eben diese Hülle und diese zwei Shirts. Dann kam gestern, da habe ich mich eigentlich drauf gefreut, kam etwas von CD Projekt Red. Die hatten so einen kleinen, ich weiß nicht, waren es 20 oder 30% Sale auf ihre Cyberpunk-Klamotten. Und dann habe ich mich schon gefreut eigentlich, weil ich wollte unbedingt dieses Shirt hier haben. Aber leider fittet es überhaupt nicht meine Größe. Also das ist hier Größe M. Ich bräuchte da S oder mehr Brüste, wahlweise, je nachdem. Ja, keine Ahnung, ich werde es verkaufen. Vielleicht hat auch jemand daran Interesse. Für 20 Euro kann das gerne haben. Wie gesagt, das ist Original von CD Projekt Red. Das ist hier Cyberpunk-Logos überall. Es ist auch von der Qualität echt gut. Aber vom Schnitt passt es einfach nicht zu mir leider. Was aber da im Gegensatz zu mir passt, ist diese geile, ja, so eine College-Jacke. Auch von CD Projekt Red, eben zu Cyberpunk 2077. Mit einem dicken Samurai-Aufdruck vorne. Und hinten dann mit dem Samurai-Logo. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Das Einzige, was mich daran nervt, ist Ding. Ich weiß nicht, ob man das hört. Diese Klappe, die klappern. Und das nervt. Das nervt. Bei dem Preis, sage ich mal, und dann noch Versandkosten 20 Euro. Ja, da kann man eigentlich was Besseres erwarten. Aber sei es drum, ist es trotzdem sehr cool. Dann haben sie, wie habe ich schon in die Kamera gezeigt, thank you for shopping. Here's a little extra. Sind noch so ein paar kleine Aufkleber drin. Muss man nicht haben, aber nice to have. Schön, dass sie es reingemacht haben. Cool. Kann man machen. Genau. Das war das. Dann, genau, kam von H&M was.
Und H&M haut zurzeit eigentlich ziemlich coole Sachen raus. Zum Beispiel diesen Hoodie mit Powered Flux Capacitor. Findige Füchse werden schon wissen, um was es geht. Es geht natürlich um Zurück in die Zukunft. Back to the Future. Hinten mit dem DeLorean drauf. Navy-Farben. Hier schön Magenta mit Back to the Future Logo und eben den DeLorean. Für den Preis, keine Ahnung, 20 Euro, 25 Euro kann man das, kann man nichts verkehrt machen. Das ist ein cooles Ding. Genau, das war von H&M. Und jetzt kommt erst was, was ich mir auf den Schreibtisch stellen werde, was einfach cool aussieht. Das sind diese kleinen Mario-Schüchen. Also ich habe keine Kinder oder so, aber das sind Kinderschuhe. Und das Geile, die leuchten. Sieht jetzt doof aus, weil es hell ist, aber sie leuchten auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Passt zum RGB-Setup. Muss dann zwar immer draufschlagen, wenn es leuchten soll, aber naja. Keine Ahnung, was kosten die? Ich glaube 30 Euro oder 25 auch. Das nehme ich mit. Sehen auf jeden Fall nett aus. Genau, wenn wir schon bei Schuhen sind, habe ich mir von Soulbox, habe ich online bestellt, während ich beim Björn war in Dormagen. Die sind an einem Samstag rausgekommen. Sind 5er Jordans, nennen sich Alternative Bel Air. Hat Will Smith in der Serie Der Prinz von Bel Air unter anderem getragen. Sind ziemlich laut, was die Farben hier angeht, aber eigentlich noch recht dezent durch das Weiß hier. Sie bestehen aus Leder, sind eigentlich Basketballschuhe. Ich spiele kein Basketball, aber sehen trotzdem ziemlich gut aus. Richtig cooler Sommerschuh eigentlich. Genau, den habe ich mir gekauft. Dann machen wir weiter mit den Klamotten. Ich war in Berlin noch in Uniqlo. Wer Uniqlo nicht kennt, ist so ein, ist mehr eigentlich in Japan vertreten, ist jetzt auch nach Europa gekommen. Beziehungsweise gibt es das da schon ein paar Mal. Und wir haben mal geguckt, was es da so gibt. Und siehe da, keine Ahnung, war Sale auf Super Mario Sachen hier. 85 bis 220. Hier so kleine Mario-Figuren. Ne? 5 Euro nehme ich mit, habe ich mir gedacht. Dann habe ich hier noch eins in Navy. Das ist hier der Mario, das ist ziemlich cool. Das ist so eine kleine Tasche. Und er duckt sich. Und warum duckt er sich? Weil hier die Rakete fliegt. Auch 5 Euro nehme ich mit. Sehr, sehr gerne. Dann, ich habe ja einen japanischen Fable. Habe hier ein Shirt noch in. Ja, was ist das? Das ist kein Navy, das ist so royal blau. Björn wird sich alle Nackenhaare jetzt aufstellen, weil er das irgendwie mit gewissen Werten verbindet, was er sagen würde. Ich stelle dann hier Mount Fuji droben. Auch ziemlich gut. Das war, glaube ich, nicht im Sale. Das hat auch bloß 10 Euro gekostet. Dann habe ich hier eins. Mit einer Tasche, mit kleinen Wellen. Und hinten so einen kleinen Print. Ist so eine grau-blaue Farbe. Wie gesagt, auch noch von Uniqlo. Dann habe ich hier, ich liebe Blade Runner und ich war echt erstaunt, dass es hier was zu Blade Runner gibt. Einfach das Filmplakat und an der Seite steht eben Blade Runner 2049. Ist auch so grau-bläulich. Und das nächste finde ich richtig geil. Das ist ja auch Ähnlichkeiten mit dem Shirt hier von Supergeek. Da ist eben die Joy droben. Wer Blade Runner 2049 gesehen hat, wird diese Szene auf jeden Fall wiedererkennen. Ziemlich cooles Shirt. Uniqlo hat auch einen Online-Shop. Ich habe geguckt, ob es das nochmal eine Nummer größer gibt, weil S fällt für mich ein bisschen klein aus. Das sind japanische Größen, das sind die Größen sowieso ein bisschen kleiner, wie genau das gleiche wie bei A Barfing Ape. Eine M gab es leider nicht mehr. Und ja, okay, S. Bei dem geilen Motiv ziehe ich auch S von. Genau, wie gesagt, war ich ja noch auf meinem Trip in Bielefeld und hatte dann ein Shooting für Supergeek. Vielen Dank nochmal für die gute Zeit, für die netten Leute, fürs Essen und natürlich auch für die Shirts, für die ich modeln durfte. Die durfte ich dann behalten. Sehr, sehr cool. Ich habe hier eins mit japanisch angehauchten Flair, ein Zelda-Motiv mit Master Sword und einem erwachsenen Link. Sieht geil aus. Dann habe ich hier noch eins mit dem Logo des Imperiums in Navy. Ein sehr cooles Motiv, wenn die ganzen
Raumschiffe aus dem Logo ausbrechen. Und dann habe ich hier noch den eins in weiß. Ja, so eine Art Kunst, Karikatur, Graffiti, Mix, Mischmasch, Stormtrooper, genau. Die anderen beiden Shirts, die befinden sich bereits in der Wäsche. Aber ich kann sagen, es waren Mandalorian-Motiv. Und was war jetzt das andere? Genau, das war so ein, auch so ein Mount Fuji in Schwarz und dann so Retro-Farben. Also, was heißt Retro-Farben? So Retro-Farben wie bei dem hier. Also ziemlich bunt, schaut aber sehr, sehr gut aus. Genau, das war's mit den Klamotten. Ich war dann noch beim Kudamm, oder auf dem Kudamm war ich im Rituals noch. Hab hier ein Deo von Rituals, Ritual of Samurai gekauft, weil ich die Düfte einfach absolut richtig gut finde. Und ich habe mir noch so eine Handcreme gekauft. Keine Ahnung, ich habe noch nicht dran gerochen. Ja, es riecht einfach genau wie das Dusch. Ja, den Duschschaum, was ich zuerst probiert habe, ist sehr cool. Sehr gut, genau. Dann hier noch so Probier-Sets und einen 5-Euro-Gutschein gab es dazu. Nice to have. Genau, das war das. Dann kommen wir hier zu meinem einzigen eBay-Kauf. Das ist der Film Her. Den habe ich letztes Mal auf Amazon gesehen. Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle. Er ist Single, ist dann wirklich über die Trennung bzw. die Scheidung von seiner Frau hinweg und ja, hat ein bisschen Angst, quasi eine neue neues Mädel kennenzulernen. Und dann gibt es so eine künstliche Intelligenz, gespielt und gesprochen natürlich von Scarlett Johansson, die macht es ziemlich cool. Es müsst ihr selber angucken, es ist nicht so eine künstliche Intelligenz wie Siri oder Alexa oder so. Gut, dass ich keine Alexa habe, weil sonst würde sie jetzt angehen. Genau. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und er verliebt sich dann halt irgendwann in diese künstliche Intelligenz und es kommt von einem Ding zum anderen. Coole Szenen, komische Situationen und könnt ihr auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr für sowas Interesse habt. Genau, das war das. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Lego. Das wird jetzt ein riesen Batzen. Und ich überlege mir gerade, ob ich das splitten soll in einem Video, weil ich nicht weiß, ob ich das auf Instagram hochladen kann. Aber ich mache jetzt einfach mal, ich kann es dann immer noch teilen, bearbeiten und so weiter. Genau. Der Björn und ich waren in Köln im Lego Store. Erstmal vielen Dank für diese geile Beratung allgemein, also wie herzlich man dann aufgenommen wurde, hätte ich nicht gedacht von Köln, weil es eigentlich meiner Ansicht nach nicht so eine tolle Stadt ist und auch von den Menschen. Ja, keine Ahnung, ich war nur einen Tag da, ich das ein bisschen anmaßend, das zu behaupten. Egal, wir haben auf jeden Fall solche Super Mario, Lego Super Mario Kappen bekommen. Könnt ihr euch so ummachen und ein bisschen Power-Up spielen. Ne? Nice to have, einfach so mitbekommen. Sehr cool. Was gab's noch? Gratis haben wir noch, genau, wir haben dieses Polybag bekommen, jeder von uns. Wir durften in so eine Tüte einfach so reingreifen, weil wir so anscheinend so nett waren im Laden. Genau, dann habe ich das Polybag bekommen und der Björn genauso. Das hat er seinem Sohn mitgebracht, der sich auch gefreut hat. Beziehungsweise musste Björn das dann aufbauen. Genau, dann machen wir weiter. Dann kommen wir gleich mal zur, genau, ich war in Oberhausen mit dem Björn bei der Spielwareneröffnung von JB Spielwaren. Die hatten letzten Samstag ihre Eröffnung, wie gesagt. Es gab viele Angebote, es war gut besucht, man hat gegrillt, man konnte ein Gewinnspiel machen, man konnte sich den Laden angucken. Ich konnte mit meinem Partner endlich mal face-to-face reden, nicht nur über Telefon, was auch sehr, sehr cool war. Genau. Und da habe ich mir den Captain Phasma Brickhead mitgenommen. Den gab es ja nicht mehr, den habe ich schon länger gesucht. Und jetzt habe ich mir gedacht, so für 30 Euro oder 35 oder was er gekostet, nehme ich ihn jetzt endlich mit, dass ich ihn halt in der Sammlung habe. Genau. Ich hoffe, ich kann das hier alles noch hinpacken und dass es da keinen Platzmangel gibt. Genau, das habe ich mir mitgenommen. Und dann habe ich mir noch ein Mandalorian Battle Pack mitgenommen. Ich glaube, das lag irgendwie, waren es 9 oder 10 Euro, auf jeden Fall echt günstig und ich habe mir gedacht, so für die Sammlung kann man das doch mitnehmen. Genau, und dann fahren wir so ins Gespräch mit meinem Partner und so, alles klar, alles gut bei dir und so weiter. Und dann
hat der Philipp noch so gemeint, Grüße gehen raus an dich, falls du es siehst. Also, ja, ich habe noch was für dich, ne? Dann geht er in den Laden rein, kommt er wieder raus. Und was hat er unter seinen Arm gehabt? Den Iron Man Helm. Hat er zu mir gemeint, komm, den kannst du dir mal aufbauen, stellst ihn vor, sagst mal was dazu, wie du den findest. Und dann gebe ich dir den einfach so mit. Auf jeden Fall großes, großes Dankeschön, habe mich mega gefreut, freue mich schon auf den Aufbau und auf die Vorstellung natürlich. Und echt sehr, sehr geil. Ich habe den, ich sag mal, UCS Hulkbuster und da passt der Helm auf jeden Fall sehr, sehr gut dazu. Das fand ich richtig krass, dass er den mir einfach so mitgegeben hat. Fand ich richtig cool, vielen Dank dafür. Genau, und dann geht es schon weiter. Dann waren wir auch in Oberhausen im Lego Discovery Center Shop waren wir, weil wir hatten keine Kinder dabei. Wir konnten nicht ins Discovery Center, aber da wollte ich eigentlich eh nicht rein. Da waren wir eben in den Shop drin. Und ich habe hier gekauft das Lego Marvel Avengers Iron Mans Werkstatt Set, das Ergänzungsset zu der großen Werkstatt. Da haben wir gedacht, das nehme ich mit. Dann habe ich hier noch gefunden, anfällig wie ich für solche Sachen bin, Lego-Schutzmasken bzw. Legoland-Schutzmasken, einmal in Gelb und einmal in Blau. Genau, dann habe ich hier noch ein Moment, irgendwas war genau, das war nicht in dem Oberhausen-Shop, sondern im anderen. Genau, diese Figur habe ich hier noch mitgenommen, weil die exklusiv halt in dem Shop ist, im Legoland. Einen Jungen gab es leider nicht, aber da steht Legoland drauf, also eigentlich trotzdem ziemlich cool. Jo, das war's dann in Oberhausen in dem Store, genau. Und jetzt habe ich einen Sprung gemacht, weil ich hatte nämlich noch was im Kölner Lego Store gekauft. Und zwar einmal diesen Lego-Kalender, den packe ich mir auch auf meinem Schreibtisch hin. Da hat man halt solche ja, Würfel vorne und dann kann man halt immer schön dann das Datum machen. Wenn man es nicht vergisst oder halt irgendeinen Termin, einen wichtigen, dass man da drauf guckt und oh, da war doch irgendwas zu dem Datum. Auf jeden Fall finde ich das auch cool. Und in den Lego Store in Köln habe ich mir dann auch das Final Duel von Lego Star Wars mitgenommen. Das ist ein Set, was wieder ja neu veröffentlicht wurde mit ein paar Verbesserungen und alleine die Darth Vader Figur mit den bedruckten Armen ist halt einfach schon ein Highlight. Genau. Stellen wir das mal da runter und wir machen weiter mit einer Sache aus einem kleinen Shop. Der befindet sich in Dormagen und heißt Rheinstein, also Rhein und dann Stein. Ich mache immer den Witz mit dem Simpsons, ist hier jemand, der Rheinsch heißt? Genau, auf jeden Fall gab es da die Jodas Hütte mit 16%. Ich habe dann 26 oder 25 Euro gezahlt. Auf jeden Fall hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Ist ja eigentlich ein Set, das was es nicht mehr so regulär oder so oft zum Kaufen gibt. Und dann dachte ich, das nehme ich nochmal mit, weil die Luke Skywalker-Figur auch exklusiv diese Bedruckung hat. Der R2D2 ist ein bisschen dreckig, müsste ja hier auch exklusiv drin sein. Und eben der kleine Yoda, genau. Dann haben wir das hier noch. Jetzt habe ich trotzdem noch was vergessen, was ich in dem Legoland Discovery Center Shop in Oberhausen gekauft hat, nämlich dieses kleine Legoland Set. Ich wollte eigentlich dieses große exklusive Set haben, dieses gab es aber leider nicht. Weder in Oberhausen im Shop noch in Berlin im Shop. Und ja, also falls das jemand irgendwie hat oder so und verkaufen möchte, kann er sich gerne rühren. Ich würde es gerne haben für die Sammlung, weil ich komme erstmal nicht ins Legoland nach Günzburg und dann ist es ja immer noch fraglich, ob dieses Set da dort nicht auch vergriffen ist. Genau. Ja, dann machen wir weiter. Wo war ich noch? Genau, am Kudamm, nicht am Kudamm, am Potsdamer Platz gibt es die Mall of Berlin. Bevor ich da was essen gegangen bin, bin ich da rein. Da war auch nebenan, war dann Uniqlo eben. Und dann habe ich mir endlich
den AT-AT gekauft. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe es eigentlich wo vorbestellt, aber ich wollte ihn jetzt endlich haben. Und jetzt habe ich ihn und ich werde ihn bald aufbauen und mich freuen, endlich wieder einen neuen AT-AT zu haben. Ja, als der letzte erschienen bin, da war ich noch nicht so wirklich wieder im Lego Star Wars Fieber, aber jetzt ist er endlich da und ich werde wahrscheinlich noch einen kaufen, einen aufbauen, einen geschlossen, weil dieses Set ist mit eines der besten Lego Star Wars Sets, die es bis jetzt gegeben hat, in meinen Augen. Und da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Richtig, richtig geiles Set. Genau, was haben wir noch? Genau, dann in der Zwischenzeit ist dann auch meine Lego Online-Shop-Bestellung versandt worden. Und zwar habe ich mir da den Avengers Tower gekauft. Da gab es so ein Angebot: kaufe Marvel Avengers Lego Sets im Wert von mindestens 75 Euro und du bekommst gratis diesen Lego Avengers Tower in, ja, sagen wir mal, Miniaturformat. Da ist dann die coole Iron Man bzw. Tony Stark Figur mit dabei. Kann man auf jeden Fall machen. Gratis nehme ich das auf jeden Fall. Und es gab dazu noch als kleine Überraschung diesen kleinen Schlüsselanhänger. Genau, mit dieser Figur. Nehme ich, habe ich mir gesagt. Genau. Dann, das packen wir mal weg. Gab es so eine Seite, die halt nennt sich Toy Me oder Toymy.eu. Keine Ahnung, ich habe von der Seite noch nie was gehört. Aber die haben dieses Super Mario, dieses, Entschuldigung, dieses Lego Super Mario Polybag verkauft. 4 Euro oder 5 oder so. Das gab es eigentlich exklusiv nur ab einem gewissen Einkaufswert für eine Woche in einem Lego Store. Oder halt in den Lego Stores in Deutschland. Und ja, da ich da nie nicht rumgekommen bin, habe ich mir das dann noch separat geholt. Und freue mich auf jeden Fall, weil ich habe so eine kleine Polybag-Sammlung, die kann ich auch vielleicht irgendwann mal vorstellen. Ich habe so einen Lego-Kopf, so einen gelben, ne? Den kann man halt aufschrauben und dann habe ich da meine ganzen Polybags drin. Genau, das war das. Und dann kam von Amazon kam noch das Lego Super Mario Set mit dem Yoshi. Ich habe zwar das Starter-Set und das NES, also das NES ist richtig geil, das Starter-Set ist Mittel zum Zweck, dass ich die Mario-Figur eben habe, aber ich werde mir da keinen Kurs bauen oder irgendwas, ich finde es nur cool wegen der Yoshi-Figur hier, so wegen der Yoshi-Figur und den Goomba eben und den Starterkurs eben wegen diesen hier verblassten Mario. Das Komische ist, oder ja, eigentlich schon fast das Gemeine, dass man das Starterkurs-Set braucht mit dem Mario, um überhaupt was mit den Sachen hier anzufangen. Weil man kann freilich mit Yoshi hin und her hüpfen, aber das bringt einem ja irgendwie relativ wenig, weil nur Mario macht ja die Sounds, wenn er auf diese Barcodes und so weiter hüpft. Wenn er da irgendwas dazu ja, erklärt bekommen wollt, dann schaut einfach mal auf YouTube und gebt mal ein Super Mario Lego Review, Starterkurs oder irgendwas, oder da baut da jemand die kompletten Kurse einfach zusammen, da wird es relativ gut erklärt. Ich denke nicht, dass ich da irgendein Video dazu machen werde, weil ich weiß nicht, das ist für Erwachsene ist es weniger was. Ich habe es halt nur wegen der Nostalgie gekauft und eigentlich nur, weil Lego was mit Nintendo eben gemacht hat. Legendo nennt man das jetzt auch, habe ich gehört. Hashtag Legendo unten rein. Ja, genau. Das war das. Und was habe ich denn noch? Das war noch bei der Lieferung bei dem Avengers Tower dabei. Das ist hier so ein kleines. Was steht hier? Was ist das eigentlich? Ist so ein Strand-Minifiguren-Set oder so. Sind halt ein paar Figuren drin. So ein kleiner Strand hier. Wir haben so einen Papagei. Genau, hier kann man die Figuren nochmal besser sehen. Ja, keine Ahnung, es sind zwei Surfer, so ein Beach Girl, so ein Baywatch Girl und weiß nicht, was das ist, ein Touri einfach. Keine Ahnung, für gratis nehme ich das. Ich habe zwar leider keine Lego-Stadt, weil ich dafür keinen Platz habe. Aber was heißt leider, vielleicht zum Glück, kann ich mir ein bisschen Geld sparen. Genau, aber das noch dazu nehme ich, nice to have.
Und das letzte, was ich hier eigentlich, habe ich hier noch irgendwas? Ne, ich habe nichts mehr zum zeigen. Das letzte, was hier noch von Amazon kam, war dieses Battle Pack. Das war, glaube ich, bei 8 oder 9 Euro. Es sind ein paar Sith Trooper drin. Also ein Sith Trooper, zwei Jet Trooper und dann hier der Officer oder irgendwas. Was hier natürlich wieder Amazon typisch ist. Danke für diese blöde Ecke. Als Sammler natürlich ärgerlich, aber beim Preis möchte ich nicht meckern, weil billiger bekommt man das nicht. Genau. Auf jeden Fall war das mein kleines Haul-Video über die letzten, ja, über die letzte Woche, was ich so unterwegs gekauft habe in Köln oder allgemein NRW, Bielefeld, dann über Lübeck hoch und in Berlin. Genau. Danke nochmal an Elbenwald für die Zusendung vom Paket. Danke an JB Spielwaren für den Ironman und für den coolen Tag bei der Eröffnung. Genau, und dann war es das schon wieder von mir. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr das überhaupt so lange angeguckt habt, könnt ihr mal unten reinschreiben in die Kommentare. Ja, ich war bis zum Ende dabei oder was sag ich, Hashtag Endgegner oder sowas, was euch da einfällt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis demnächst. Ciao, ciao.